Jo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Herzgold Shiny Lock Edition. So, wir haben hier aufgehört. Wir haben den Arena gemacht. Den ersten Orden haben wir bekommen von Falk. Ich muss mir meine Pokémon mal anschauen. Boah, wir sind overlevelt, ey. So, wir gehen direkt zum Pokémon Center. Und da geht, Leute, den werde ich als VM-Sklave benutzen. Und wenn wir Pokémon fangen. Ja, wenn die Pokémon aber nicht so stark sind, ne? So. Ja, Leute, das mit Turbo-Button, ich habe das mal geschaut. Also, meine Parts habe ich mir angeschaut. Meine Videos. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich den drücke, ändert sich der Sound. Aber ich kann nichts dafür, ne? Vielleicht könnte ich das so machen, dass ich kurz es bisschen schneller mache, aber der Sound ist dann immer noch scheiße, glaube ich. Ich schau mal ganz kurz, Leute. Wartet mal. Einen Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe es versucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller ist. Keine Ahnung, aber wir machen jetzt weiter. So, war ich schon bei Pokémon Center? Ja, waren wir. Jetzt habe ich das schon direkt vergessen, Leute. So, wir reden mit dem. Ja, so schnell ist das auch nicht, oder? Ich weiß nicht, Leute. So, wer ist das denn? Nanu, dieses Ei. Hohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat jetzt also Pokémon Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Ich sag Pokémon einfach. Das ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergiss das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Gut, dann gehabt euch wohl. Gut, dann gehabt euch wohl. Okay. So. Leute, früher konnte man hier ein Pokémon fangen. Hier war eine Wiese. Ich zeig euch das mal schnell. Vielleicht kennen das Leute schon, die das gespielt haben. Vielleicht kennen Leute nicht die ganz alte Version von dem. Das ist ein Remake. Hier war eine Wiese, hier konnte man ein Pokémon fangen. Das ist ja Route 36. So, da unten sind die Ruinen. Was hast du zu sagen? Ja, ich habe diesen Baum gesehen. Es ist Mogelbaum. Dieses Pokémon. Alf-Ruinen. So, hier konnte man auch früher Pokémon fangen, aber die kommen irgendwie nicht. Keine Ahnung auch warum, Leute. So, wir reden mal mit denen. Erstmal mit dir. Ja, der wundert sich, dass wir kein Archäologe sind. Der hat auch nichts Wichtiges zu sagen, der auch nicht. So. Ja, ist nervig mit diesem Target, Leute, habe ich ja schon vorher gesagt. Aber ich kann das hier nicht wegmachen. So. Ja, Wissenschaftler. So. Kann ich mal jetzt hier rein, bitte? So, Route 32. Da war drüben 36, Leute. So, jetzt werden wir unser nächstes Mitglied fangen, Leute. Ich hoffe, da kommt was richtig Geiles. Komm, bitte. Okay, Nidorino. Ja. Ein Giftboden-Pokémon, ne? Ist der schon Giftboden? Oder ist der nur Gift jetzt? Weil der entwickelt sich ja dann wieder zu Giftboden vielleicht. So, wir wechseln natürlich. Da geht. Ich weiß nicht, Leute, ob ich das auch randomized gemacht habe mit diesem Ei, wenn der rauskommt. Mal schauen. Eigentlich muss das Togepi sein, ne? So, Tackle. Ja, der ist schon stark, Leute. Der ist 3 Level höher als Target, aber der hält schon vieles aus, ne? Jo, ist ja richtig krass. Oder hat der gerade Heuler benutzt? Der benutzt so einen Silberblick die ganze Zeit. So, ich will ja noch viel. Ja. Gelben Bereich ist okay. Orangen Bereich, sagen wir mal. So,
Schnabel sozusagen. Oh, der hat Schnabel. Yo! Nein! Leute, Dagen ist gestorben. Oh, ich hab Pass weggedrückt, Leute. Wir könnten den nicht fangen. Dann hätten wir zwei Pokémon auf einmal verloren. So, wir gehen auf Spark. Und dann fangen wir den. Schade, Dagen ist gestorben, Leute. Ja, passiert mal. Wer hätte gedacht, dass der mit einem Schnabel direkt stirbt? So, Nidorino kommt ins Team und Dagen geht raus. Schade. Ja, Gift ist der. Der ist noch nicht Boden, der wird später. So, Nidorino bekommt den Namen. Ist ein Junge. Bekommt den Namen. Der wird ja zu Nidoking. Wir nennen den einfach. Ja, der andere hieß ja Brecher. Den nennen wir dann Breaker. Ist also das Gleiche, ne? Ne, wir nennen den dann Killer, komm. Killer kommt ins Team. Ich schreibe aber Killer mit A, Leute, weil sonst wird er das bestimmt nicht dann erlauben. So, schade, Leute. Ja, er ist gestorben. Wir machen den mal kleiner. Ja, so ist okay. Ja, machen wir ein bisschen nach links. Leute, ich suche mal schnell Nidorino aus. Ich finde den mal schnell und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe den gefunden. Ja, wir packen den so. Wir sortieren das mal hier viel besser. So, der kommt hier hin. Den Nidorino. Perfekt. Ja, machen wir den ein bisschen größer, komm. Ja, nicht so gut. So. Schade, ey, dass der gestorben ist, der Dagen. Dagen, du hast uns verlassen. Ja, ich geh den mal auch wegpacken, ne? Was ist das denn jetzt für eine Scheiße, Leute? Ich beeil mich mal hier. Ja, Leute, ich kann das nicht wegmachen. Ansonsten muss ich das so machen, dass ich die dem Randomize, den ich jetzt gemacht habe, dass ich das nochmal machen muss. Ja, dann muss ich das von neu spielen, Leute. Und das ist nicht gut. Ja, in die andere Box, in die 16 kommt der. Da kommen die Tote, das nennen wir Totenbox. Boah, ich bin gespannt. Machtband hat der als Item. So, schau mal direkt, was der drauf hat. Der Machtband, Bericht. Was steht da? Besitz, Temperament, okay. Rivalität, erhöht Angriff, wenn Gegner dasselbe Geschlecht hat. Okay, das ist auch was Krasses, ne? Initiative 13, 12 Spezialverteidigungsangriff. Spezialangriff besser gesagt, Verteidigung, ja. Verteidigung ist scheiße, Leute. Aber Angriff ist perfekt. Dann wird der ein Angriffs-Pokémon, Leute, und kein Spezialangriff-Pokémon. So, Machtband muss ich mir mal angucken, Leute. Nehmen, genau. So. Ein Item zu tragen. Erhöht bei Levelausstieg die Spezialverteidigung, senkt aber die Initiative. Ja, das ist scheiße, Leute. Das ist scheiße. Wir nehmen das weg von ihm. So, das machen wir jetzt schnell. So. Oh Mann, wie sich das anhört, ne, Leute? So, hier kann man noch ein Pokémon tauschen. Bei ihm war das, ne? Ja, das weiß ich schon. Oder warst du das? Ein Kinder gegen ein Traumvogel. Okay.
Ja, früher wollte er ein Onyx haben. Hätte ich das lieber nicht geändert, Leute, weil... Ja, Onyx ist auch schon krass. Ja, schade wegen Daggett, dass der gestorben ist. So. Ja, ich muss Killer trainieren, ne? Leute, wir müssen das dann so machen. Ich werde den hier trainieren, dann schaue ich mir auch an, welche Pokémon hier noch gibt, Leute. Dann sehen wir uns dann gleich hier wieder, sobald Nidorino, also Killer, Level 12 ist. Dann bis gleich, Leute. So, Leute, da bin ich wieder. Wir haben es geschafft. Es ist Level 12. Wir werden den auch vorne packen. So. Warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so hart trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich ein kleines Andenken an Viola City. Wenn du das einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken vom Typ Pflanzenstein Wundersaat erhalten. Ja, toll. Haben wir überhaupt ein Pflanzen-Pokémon? Nein. Na, dann brauchen wir das nicht. So, hier können wir kein Pokémon mehr fangen. Aber Leute, hier gibt es wirklich richtig gute Pokémon. Außer Pandir. Hier gab es ein legendäres Pokémon, Leute, und wir haben das nicht bekommen. Egal, aber ich bin mit Killer etwas zufrieden. Nicht so ganz. Geht so mit ihm. So, ich mach das mal schnell. Ja, toll. Da hier Vampiro gibt es. Wir haben ja den kleinen Weiterentwicklung. Oh, Electric gab es hier auch. Okay, Leute. Das hat ja gut angefangen. Wir wurden direkt paralysiert. Wir setzen das mal direkt ein. So. Ein Trank. Ja, komm, ich benutze sogar einen Trank. So. Jetzt können wir gucken, wie stark er ist. Yo, Butalanda! Ja, jetzt werden wir auch sehen, Leute, wie stark Killer wirklich ist. Ja, wir gehen auf Schnabel erstmal. Ja, wir sind fast gleich stark. Ich gehe mal auf Doppelkick. Obwohl der 6 Level unter mir ist, sind wir gleich stark, Leute. Das hat nichts gemacht. Okay, ich gehe wieder auf Schnabel. Doppelkick nützt hier nichts. Jetzt kommt es. Jo, Leute, wir müssen aufpassen. Wenn der einen Volltreffer landet, dann sind wir weg. Oh, der setzt jetzt Silberblick ein. Ja, er hat Silberblick eingesetzt. Wir wechseln lieber. Wir werden auf jeden Fall Level 13. Ich wollte schon 23 sagen. Ja, ich gehe auf Spark. Ich will auch gucken, wie stark Spark ist. Boah, Voltenso, wirklich, Leute. Sein Shiny ist schon krass. Leute, ich habe gerade gesehen, Voltenso hat ja Donnerwelle, ne? Wir können auch mit Voltenso Pokémon fangen. Ja, Level 13. Giftstachel, ja, bekommt der. Er ist auch ein Gift-Pokémon. So, ja, Energiefokus weg. So, das dauert zu lange. Und Spark, Level 13. X-Spark, wir bleiben. Leute, ich mach das mal schnell hier. Und dauert das ewig. Oh, ich muss aufpassen. Ich gehe mal auf Donnerwelle. Ich will jetzt nicht meine Pokémon jetzt verlieren, weil ich jetzt den Turbo-Button drücke, Leute. Weil ich will schon was erreichen heute, deswegen habe ich ja den Turbo-Button gemacht. So, wir gehen direkt wieder... Ja, wir gehen auf Brecher, komm. Dann verlieren wir hier. Obwohl der Level 8 ist, ist der schon mega stark, ey.
Capoeira. Ja, Capoeira ist ein. Ein Kampf-Pokémon, ne? Wir können endlich bleiben. Ja, wir können auf Kira gehen und dann auf Schnabel. Was war das denn? Oh, ich hab grad. Oh mein Gott! Nein! Leute, übertreibt, Alter. Ja, wir müssen bei Killer bleiben, aber was, wenn er stirbt? Shit, ey. Und der hat nur Kampfattacken. Warte mal, V-Man hat doch auch Kampfattacken. Boah, Leute, gegen Darkrai. Oh mein Gott. Schon der nächste legendäre Pokémon. Legendäres Pokémon ist schon richtig krass. Ja, wir können direkt auf Power Punch gehen, aber ich gehe auf Doppelkick. Glückauf. Leute, ich habe Respekt gegen legendäre Pokémon. Schaut mal, wir haben direkt ein Level abbekommen. So, jetzt können wir wieder den Turbo-Button drücken. Oder soll ich die Pokémon-Zettel rein? Nee, komm. Ich gebe den jetzt einen Pokémon-Trank. Einen Trank bekommt der. Und weiter geht's. So, wo lang? Ja, da ist ein Pokéball, den nehme ich noch mit. Ah, den nehme ich lassen würden. So, hier können wir skippen. Wir wollen noch was erreichen heute. Wir haben Zauberwasser, ne? Also den kann ich besiegen. Level 14, gut. So, was haben wir bekommen? Wartet, Leute. Okay, was war das? Da, Zauberasche. Ja, das brauchen wir nicht, Leute. Weil wir spielen eine Nuzlocke. Deswegen. Aber GD werde ich noch kämpfen, Leute. Ja. Machen wir das mal schnell. Ein Normal-Pokémon haben wir besiegt. Marmeline ist ein Wasser-Pokémon. Wir bleiben. Auf Giftstachel. Azuril, ja. Wieder Giftstachel. Oh, Azuril hat keinen Attackenfass, ey. So. Ja, ich bin auf der Reise. Ja. Oh Mann, wir haben jetzt ihre Nummer bekommen, ne? Egal. Weiter geht's. Ja, hier können wir auch trainieren, Leute. Ja, komm, den besiege ich noch. Level 15 ist gut. Den machen wir auch fertig. Leute, ich will auf jeden Fall zur nächsten Stadt, aber ich schaff das, glaube ich, nicht mehr. Jetzt mache ich das so, dass wir Spark ein bisschen trainieren hier. Boah, ich will, dass Spark endlich mal eine Elektroattacke bekommt, sonst ist das ja richtig scheiße mit ihm. So, jetzt bin ich gespannt. Boah, bitte habt keine legendäre Pokémon. Ja, wir sind schon direkt vergiftet, ey. Ich mach das so, ich setz mal zweimal Yola ein. Oh Mann, ich muss mal Gegengift einsetzen, sonst sterben wir, glaube ich. Und machen wir mal weg. So, dann nochmal Yola. Nochmal Yola. So, jetzt können wir attackieren. Was hat die gemacht? Ich schau nochmal. Okay, was war das für eine Attacke gerade? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Das war viel zu schnell, ey. Pfund. Die gibt schon viel EP, Leute. Deswegen habe ich mich gewechselt. 14. Rassler, können wir bleiben? Ja, ich habe aber Schiss, Leute, dass wir verlieren. Wir wechseln, wir brauchen noch Spark. Der hat Schwäche, glaube ich. Gift hat Schwäche gegen Psycho. Wir gehen auf Brecher.
Arsch war. Ja, wir können wieder wechseln. Nee, komm. Wir gehen auf Killer. So. Wir haben viel Geld bekommen, Leute. Gucke, Dollar, besser gesagt. Ja, ich pack den nach vorne. Oder ich komme gleich zurück. Ah, wartet. Komm. Ja, der hat mich nicht gesehen. Das ist gut. Weil hier ist ein Pokémon-Center, Leute. Ah, der hat mich verarscht. Schade. So, wir können wechseln direkt, weil wir können ja nicht vorne lassen. So, wir gehen auf Killer. Dann auf Giftstachel. So geht das ja richtig schnell, ey. Quartel. Ja, ich wechsle auf Spark und dann auf Brecher. Ach, ich will nicht fliegen, Mann. So. Ein Aquaknall reicht, ja. So. So, Leute. Wir reden mal mit dem hier. Okay. Ja, komm. Gib mir einen Angel. Das ist gut, Leute. Wir können dann den Angel benutzen in den Städten, Leute. Ich muss mal zurück zu der Stadt und dann holen wir uns noch einen Pokémon. So. Das ist perfekt, Leute, wenn wir noch ein Pokémon bekommen würden. Weil wir haben einen verloren und ich will schon die ganze Gruppe haben. So, gegen den werden wir noch kämpfen müssen. Gegen den auch noch. Dann müssen wir noch rüber. Ah, ich habe das gerade schnell gemacht, ne? Leute, das ist ein bisschen nervig, ey. So. Ah, genau, Leute, hier gibt es doch einen Magneton. Den hätte ich auch gerne, aber wir haben ja Spark. So, da sind wir, Leute. Hier können wir angeln. Ah, da drüben können wir auch angeln, komm. Hier ist besser. Ich hoffe, wir bekommen was Gutes, Leute. Ich hoffe, da kommt auch was. So, wir gehen auf Beutel. Ja, wir registrieren es lieber. Und? Neues Teammitglied, bitte. Oh man, Smogmog. Ja, ein Gift-Pokémon wieder, ne? Wir haben schon ein Gift-Pokémon. Dann werde ich das so machen, dass wir den in die Box packen, Leute. Wenn Nidorino stirbt, dann kommt er. Das ist dann gut, dass wir dann zwei Leute in der Box haben. Da seht ihr es, Leute, das ist ein Gift-Pokémon. Gift-Volker hat da eingesetzt. Ich muss jetzt versuchen, den zu fangen. Ich hoffe, die sterben nicht. So einmal Tackle reicht nicht. Oh, der ist schon stark. Ja, die sind gleich stark, Leute. Aber Gift verletzt mich auch noch, ne? So, ich fange den jetzt, sonst... Ja, Rauchwolke hat der eingesetzt. Mit Rauchwolke. Genau. Sinkt dann, Leute. So, wir gehen auf Bälle. Pokéball, komm. Wie sollen wir Smogmog nennen, ey? Oh, mir muss was einfallen. Eigentlich fällt mir da was ein, Leute. Weil er so ein dieses Zeichen da hat. Wir könnten den eigentlich Pirat nennen, ne? Pirat oder Totenkopf. Oder mir muss was anderes einfallen, Leute.
Ich weiß, wie ich den nenne, aber ja, dann ist halt eine Beleidigung, Leute. Schädel, genau. Ist keine Beleidigung, Leute. Schädel. Totenschädel oder so. Ja, Totenschädel geht ja auch. Passt das überhaupt, Leute? Schaut mal gleich. Totenschädel. Ich glaube nicht, dass das passt. Nee, das passt nicht. Wir nennen den Schädel, komm. Boah, such mir jetzt schon wieder dieses SH. Schädel. Das E ist hier. Ja, er geht direkt in die Box, Leute. Jo, ich hoffe, der stirbt jetzt nicht. Der Voltenso. Wir brauchen den noch. So. Machen wir das mal schnell. Das werde ich auch schnell machen. Ich will noch. Oh Mann, das war viel zu schnell. So, ablegen, natürlich. Die 1. So, das war's. So, Leute, ich will noch was erreichen. Hoffentlich schaffen wir das noch. Deswegen werde ich den Turbo-Button jetzt wieder drücken. Was gibt der uns eigentlich? Bärenfrüchte, Bärenfrüchte. Fürstücke, hat der gesagt. Hallo, komm ruhig näher. Bei mir kannst du Stücke gegen Bären tauschen. Okay, ich sag Bärenfrüchte, ne? Oh Mann, ich bin auch ein Idiot. Egal, Leute. Komm. Beeilen wir uns. So, gehen wir von hier lang. Ja, das ist ein Trainer. Den werden wir noch machen, Leute. Wir nehmen fast alle Trainer mit, weil wir müssen schon stärker werden. So, den Pokéball nehme ich mit. Paraheiler, das ist gut. Magneton. Nidorino haben wir schon. So, was hast du zu sagen? Jo, Sichtler, Leute. Wir machen direkt eine Donnerwelle. Dann auf Tackle. Und auf Jaula zweimal. So, jetzt auf Tackle. Mantax. Ja, ich weiß, ob wir sterben, Leute. Soll ich wechseln oder nicht? Ich weiß jetzt nicht. Ja, komm, ich versuch's. Und ich habe vergessen, Pokébälle wollte ich sagen, jetzt sagen. Tränke zu kaufen, Leute. Auf Donnerwelle. Ja, noch ein Treffer können wir noch, glaube ich, schaffen. Ja. Jetzt muss ich wechseln. Gehen auf Killer. Wir gehen auf. Ja, Stabe. Palim, Palim, ja, wir können wieder wechseln. Ja, ich will den auf jeden Fall Level 16 haben, den Spark. Ach, was mache ich da? So, auf Brecher. Leute, ich habe den nächsten Namen gefunden. Wenn wir wieder so einen richtig starken Pokémon finden, wir nennen den dann Berserker. Oh Mann, ich mach den mal weg da vorne. Nicht, dass der mir gleich stirbt hier. Trunkschlag, das ist gut, Leute. Das ist was für, wenn man Pokémon fängt. Also Pokémon fangen wollt, Leute. Trugschlag ist was für, wenn man Pokémon fangen wollt. So, gegen den da oben Wind muss ich noch kämpfen. Was hast du noch zu sagen? Oha, Leute. Der will mir ein Fleckmon verkaufen für 1 Million Pokédollar. Ist ja krank oder so. So. Leute, Felix haben wir nicht mehr erreicht. Ich glaube, ich werde den Part ein bisschen länger machen. So, 35 Minuten ist schon okay. So. Ja, die Kämpfe dauern lange, Leute. Die haben zu viele Pokémons. So, wir gehen auf Giftstachel. Wir haben Stabe wieder.
Boah, der setzt die ganze Genesung ein. Deswegen habe ich auch den Turbo-Button, Leute. Oh, 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 oh. Das war knapp. Aquana wechseln wir. Ja, wir gehen auf Spark. Wir gehen auf Donnerwelle. Jaula. Nochmal Jaula. Und dann auf Decke. Tyrakrok. Ja, wir bleiben. Das ist wieder ein Wasser-Pokémon. Ja, sorry Leute, weil ich das mit Turbo jetzt mache, weil ich will noch vieles erreichen in 5 Minuten. Hab schon gesagt, dass er in 5 Minuten ist. So, perfekt. Nee, ich gebe dir die Nummer nicht. So, wir sind hier fertig. Wir gehen wieder in Pokémon Center. Heilen. Und dann weiter geht's, Leute. Wir bekommen noch ein Mitglied gleich. Weil wir die Höhle besuchen. Jo, der hatte für Pokémon noch 6, ne? So, Schnabel. Jetzt auf Doppelkick. Evoli kommt jetzt. Ja, wir könnten bleiben eigentlich, aber den will ich auch Level 17 haben. Den Spark. Tyrakrok will uns eine Donnerwelle. Und dann wieder Tackle. Ja, Safkon schwach, Leute. So, das war's mit dem. So, Leute, unser nächstes Mitglied kommt noch. Einheitstunnel. So, ich bin jetzt gespannt, was jetzt kommt. Komm, was Gutes, bitte. Nein, bitte nicht, ey. Oh mein Gott, nicht Iso. Leute, wieso haben wir kein Glück, ey? Wieso haben wir kein Glück? Ich weiß nicht, ob ich den fangen soll, Leute, weil das ist das nervigste Pokémon vom ganzen Spiel. Der ist so wie das Entwicklung von dem, wie wo ihn genau. Wir können jetzt nicht ein bisschen ausbrechen, ne? Wir können nicht abhauen, also besser wieder Fluch. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, okay. So. Leute, ich will es nicht haben, ich bin euch ehrlich. Schade, den haben wir jetzt auch bestimmt nicht bekommen. Obwohl er stark ist. Wir könnten das doch so machen, dass wir mit dem Pokémon fangen können. Aber wir haben ja auch Voltenso. Mit Donnerwelle. Ah, ich weiß nicht, Leute. Ich werf nur ein Pokéball, Leute. Ich gehe sogar auf Voltenso. Aber wir können nicht wechseln, ne? Hat der auch diese Probleme. Ja, kann nicht getauscht werden. Naja, ich werfe jetzt einen Pokéball. Wenn er nicht drin bleibt, dann werde ich jetzt killen, Leute. Dann töte ich den. Ja. Wie sollen wir den nennen? Leute, das ist eigentlich eine Beleidigung. Ist mir was eingefallen, aber ich werde den so nennen. Wirklich, tut mir leid. Iso. So heißt er jetzt. So, wir können wieder zurück zu Pokémon Center. Und den da abgeben, ne? Schade, ey. Mein Gott. Konnte nicht rein. Schade, ey. Schade, dass wir kein gutes Pokémon bekommen haben, ey. Meine Fresse. Wieso habe ich nie Glück bei diesem Spiel, ey? Wieso habe ich kein Glück bei Pokémon allgemein? So, ablegen. Wieso? Der hat kein Item. Ja. Ja, nie eins. Eigentlich würde ich den ja behalten und mit dem Pokémon fangen. Ich weiß nicht, Leute. Sollen wir den mitnehmen? Ich will jetzt auch keinen hier. Einen Slot jetzt. Voll machen wegen ihm. Komm, noch ein Kampf mache ich, Leute. Und das war's dann auch. Ja, wenn wir mal reingehen können. Oder wir skippen das. Wir gehen direkt rüber und fangen noch ein Pokémon. Ich versuch's mal.
Wir sehen mal, was für Pokémon noch hier gibt. Ja. Schade, aber wir haben schon einen Elektro-Pokémon. Heuriegel gab es hier. Wir hatten schon ein Feuer-Pokémon. Zierlisk wäre schon okay. Also Fruchtseil, der könnten wir gebrauchen. Oh, oh, jetzt können wir wieder nicht abholen, ne? Oh Mann, das ist richtig nervig, Leute. So, gegen den kämpfen wir noch, Leute. Eigentlich wollte ich das ja so machen, dass wir noch ein Pokémon fangen. Aber das wird nichts mehr da. Leute, ich will das Part jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ist schon lang genug. Deswegen. Oh, ich dachte schon, ich sterbe hier. So, Leute. Oh, Mann. Ja, den hätte ich gerne. Schildterus. Yo, da ist noch ein Kampf. Leute, wir machen den Kampf noch. Aber ich muss wechseln. Ja, ich habe mich jetzt schnell bewegt, Leute. Deswegen. So, der Kampf geht ja noch. Yo, wir können direkt wechseln, ne? Komm, der Kampf soll spannend sein. Ein Ritzeros, Leute. Den hätte ich auch gerne ins Team geholt. Aber wir haben ja Nidorino. Wenn er sich entwickelt, wird er ja auch zum Typ Boden. Oh, Brecher Level 20 gewonnen. So, Turbodreher. Ja, schau mal, wie stark Turbodreher ist. 50. Botenschlagketten wegmachen. Enigo, ja, bleiben wir. Wir beenden das mal schnell hier. Oh Mann, schlafen wir, ne? Ja. So, Leute, das war's mit dem Part dann. Ich hoffe, trotzdem hattet ihr Spaß. Ja, gute Pokémon haben wir nur einen gefunden. Nidorino, leider, schade. Ah, ja, schade wegen Iso. Den werden wir dann benutzen wegen Pokémon fangen. Oder wegen was anderes werden wir sehen, Leute, dann. So, das war's mit dem Part, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Herzgold Shiny Lock Edition. Ciao, Leute.